Hello, people! So, willkommen zurück zur Let's Play Super Mario World Returns. Und jetzt sind wir im vergessenen Wald. Ja, Leute. Dort sind wir und nirgendwo anders. Hilfe! Ups. Scheiße! Ach so, auf diesen Wu-Geist oder wie diese komischen Geister heißen, auf den kann man springen. Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte eigentlich immer, Hilfe! Wow. Wiggle auf Drogen, Hilfe. Ich glaube, auf die Viecher sollte man lieber nicht raufspringen. Okay, dann haben wir hier jetzt ein Dingsbums. Hui. Ja. Voll der Blind Jump. Erstmal voll ins Loch rein, ja klar. Jap. Okay, wenn du da stecken bleibst, ist es mir recht. Och ja, jetzt bleibt er auf einmal nicht mehr stecken, oder wie? Ich fühle mich ein bisschen verarscht hier. Von diesem Zeug hier, was hier so rumfliegt. Mein Gott. Aha. Hm. Und? Komm her, du Pilzi. Pilzi. Gumba, wie geht's dir so? Hilfe. Komm, zack und miau. Aua. Mann. Hilfe. Ach Gott, Hilfe. Nein. Ups, Hilfe. Ja, ich sag wieder mal immer nur Hilfe. Ja, Leute, ich weiß. Es ist noch früh am Morgen und deshalb, da bin ich noch nicht allzu rätselig. Kann man hier runter? Ja. Wenn da Münzen sind, dann müsste man da ja runter können. Doofe Frage. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte der Hackersteller von mir eine Klatsche gekriegt. Weil sowas ist einfach unfair. Wenn man da Münzen andeutet und dann kann man da nicht runter. Das ist einfach doof. So etwas. Achso, hier kann man auch lang. Interessant. Okay, irgendwo muss ja doch der P-Switch sein. Ja, genau hier. Da haben wir den Übeltäter erwischt. Miau. Tada, nicht umbringen. Nicht umbringen, nicht umbringen, nicht umbringen. Danke. Oh Gott. Wow. Komm her, du Pilzi. Nein. Komm her. Wow. Beinahe hätte mich das Viech jetzt auch erwischt. Stirb. Nein, du sollst keine Menschen töten. Das ist politisch nicht korrekt. Okay, jetzt gibt's hier richtige Geister. Leider. Hm. Diese Boo-Geister, ich glaube aus Mario und Luigi Partners in Time sind die. War mir, glaube ich, irgendwie sympathischer. Weil man auf die ja wenigstens raufspringen konnte. Und das kann man ja leider mit den Viechern nicht machen. Und warum ist meine Stimme so heiser? Frag ich mich gerade auch irgendwie. Meine Stimme so heiser. Okay, jetzt hören wir aber auf mit dem Albernheiten und spielen mal wieder richtig. Wow, scheiße. Das war jedenfalls knapp so. Mein Gott. Du scheiß heiße Stimme. Kannst du nicht mal weggehen? Mein Gott, warum bin ich denn jetzt auf einmal so heiser? Ich bin nicht erkältet, verdammt. Mein Gott. Was soll denn dies? Das ist Mary Kacke und das auch. Hm.
Gott. Komm her. So. Zack. Stirb. Stirb. Heisere Stimme, geh weg bitte. Mein Gott, das nervt mich. Selber schon diese ständige, kratzige Kratzstimme. Wieso kratze ich wie ein Mülleimer? Ist meine Stimme jetzt aus irgendwelchen Gründen sowas von extrem kratzig, dass ich das selber nicht mehr mag? Hilfe. Aha, das Viech hat mich letztes Mal umgebracht. Dieses Scheißviech. Ist die heisere Stimme jetzt weg? Ja, jetzt ist sie so einigermaßen weg. Aber jetzt kommt sie wieder, verdammt. Zumindest ein bisschen. Und das gefällt mir nicht. Ja, aus jedem... an jedem Fleck kommt da so ein Viech aus dem Baum, das weiß ich mittlerweile. Boings, boings, boings und... Forgotten Forest Nummer 2. Komm her. Wow. Schitte. Schitteböben. Oh Gott. Hilfe, Manometer. Gott, wow. Wehe, du killst mich jetzt, du Scheißviech. Okay. Diese Bugeis sind also praktisch Eeries, auf die man draufspringen kann, ganz normal. Ja, die sind mir dann schon einiges sympathischer. Ich habe keine Lust, Spinjumps machen zu müssen, damit ich auf so einen Viechern keinen Schaden nehme. Das ist etwas behinderlich. Und man kann die auch umbringen. Im Gegensatz zu diesen Eerie-Viechern. Och Mann. Und jetzt spackt der Wegler auch noch um, wie sonst wer. Mann! Mann! Warum? Spack der Wegler um! Wegler um, spack her. Tu Wegler um, spack her. Ja, das ist albern. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Boings. Miau. Miau. Komm her, du Pömpelsack. Wow. Nein, 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 nein. Ups, Hilfe. Was war das denn? Ja, brumm kann ich ganz gut mit dieser heiser Stimme. Aber alles andere kann ich damit irgendwie nicht, oder wie? Hä? Okay. Okay. Wenn ich von Natur aus versuche, da irgendwie mit der Stimme in die Höhe zu schnellen, dann bin ich, ist das irgendwie unbeeinträchtigt. Aber wenn ich jetzt so das versuche, dann ist es doof. Sehr doof sogar. Sehr, sehr doof. Mein Gott. Meine eigene heisere Stimme geht mir jetzt allmählich auf den Keks, ganz ehrlich. Hallo. Geh doch mal weg! So, komm her. Plopp. Ich glaube, man sollte mal gucken, ob man in diese Röhren überall da irgendwo rein kann. Ich glaube, das wäre jedenfalls gut zu wissen. Bams. Okay, jetzt ist er wenigstens gleich tot.
Zumindest wäre uns dann... Aua, das Schlimmste erspart geblieben. Mein Gott. Nein. Okay, da oben scheint nichts zu sein. Da muss ich rumstöhnen bei sowas. Also ich hole mir jetzt mal schnell Power-Ups. Weil so geht das nicht, Spiel. So kannst du mich nicht dafür sorgen, dass ich den Kürzeren ziehe. Das werde ich nämlich nicht tun. Scheiß Spiel. Ja. Ja. Komm her, Feder. Komm her, Feder. Ach Gott. Hallo, wie geht es dir, Aua? Du bist doch so mistig. Ach Mann. Leute. Das ist doch Hilfe. Das ist zum Kotzen. Diese bösartigen Versuche, einen harmlosen und freundlichen Spieler wie mich umzubringen. Das ist moralisch verwerflich, Spiel. Das solltest du mal sein lassen, weil sonst bist du ein Arschloch. Danke. Okay. Ja, ich warte jetzt aufs Feuer. Auf das unvergessene Feuer. So. So. Stirb, Feuer. Ich will keine Sau. Dankeschön. Nee, ich glaube, das ist wirklich jetzt am besten, das Feuer dadurch wegzumachen. Und diese Wiggler-Viecher noch dazu. Die sind genauso nervig. Wow, das war extrem knapp. Mein Gott, das war so ein extrem Hindernislauf, wenn ich das mal so nennen kann. Wo man auch irgendwelchem Zeugs ausweichen muss. Das die ganze Zeit unwillkommen ist. Ach Gott. Mann, Hilfe. Okay, Midway Point. Endlich. Immerhin etwas. Gut. Wartet hier in diesen Baumwipfeln irgendwas auf uns? Nee. Tut's nicht. Was steht hier drin? Point of Advice. Wenn du Jump Button... Also, Mario wird fliegen. Also. Hä? Lol, was war das? Also, muss ich nochmal überprüfen. Da stand, wenn du den Jump-Button... Also, wenn du den Sprungknopf drückst, Mario wird fliegen. Wird... Also... Erstmal aus dieser Kackgeist hier weg. Ach, danke, geht doch. Ich komme diesen Fliegdinger nicht klar, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich mir das hier mal so ansehe und dann ist ja auch noch ein Arschloch für Shingu. Mein Gott. Natürlich muss da auch so ein doofer Huckel sein, der mir alles vermiest. Kann man denn wenigstens umbringen? Nö, kann man eben nicht. Ah, ich hasse Fishing-Boos. Kann man die Säcke nicht wenigstens aus dem Spiel lassen? Da wäre ich sehr dankbar für, aber nein. Dieses Spiel ist ja gnadenlos und bösartig. Von daher wird es mir diesen Wunsch wohl nicht erfüllen. Traurig, aber wahr. Das Problem ist für ein eventuelles Secret Exit... müsste ich diesen ganzen Scheiß normal machen, weil ich weiß nicht, wo im ersten Raum ein Secret Exit sein könnte. Warte. Okay, schade.
Also, wenn man diesen Sprungknopf drückt, ohne irgendwas anderes zu drücken, dann kommt er hoch, ansonsten nicht. Wow. Mist, ich dachte vielleicht, auf das Viech könnte man jetzt raufspringen. Wow. Pff, was war das denn für eine Aktion? Ich glaube, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt eine halbwegs verlässliche Taktik gefunden, wie man das Scheißviech austricksen kann. Ach Gott, hier muss man hoch. Boah, fuck. Mist. Wenn ich das schon sehe, dann muss ich kotzen. Denn das ist asozial. Hm. Das ist wirklich gemein und fies und was weiß ich. Komm her. So. Jetzt kommst du hier rein, du Sack. Warte. Ich muss hier das nochmal ausprobieren. Hier. Also, ich muss den Sprungknopf drücken. Und dabei ist es egal, ob ich irgendwas anderes drücke oder nicht. Okay, damit kann ich schon viel eher umgehen. Wow, mein Gott. Wow, pff. Mein Gott. Habe ich jetzt auf einmal Skill oder was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Also, jetzt verstehe ich, wie diese Dinger irgendwie funktionieren. Komm damit jetzt besser klar und da oben scheint wirklich nichts zu sein. Gut. Okay, hier gibt es wieder das obligatorische Hochgemis-Dingsbums. Ach, Mann. Wann ist denn hier das Level endlich mal zu Ende? Also ganz ehrlich, das Levelende wird allmählich überschüssig. Wow. Aber der Eckesteller ist ja gemein und Macht gibt einem nicht das, was einem zusteht, nämlich dass man das Level geschafft hat. Und der Secret Exit ist bestimmt wieder dort, wo niemand drauf kommt. Nur ich da irgendwo in der Baumkrone, irgendwie und bei irgendeinem Teil muss man da irgendwie da so rein und meh. Levelende, kannst du mal bitte endlich mal kommen? Das wäre mir sehr gemeinnützig, wenn du mal können könntest. Mr. Levelende. Wow. Ach, ich vermisse den Herrn Levelende. Ich glaube, er wohnt nicht mehr hier, oder? Mann. Und allmählich wird das Level auch langweilig, denn vom Aufbau her beginnt sich jetzt alles zu wiederholen und da unten war was. Scheiße. Mein Gott. Ich war bestimmt wieder kurz vom Ziel und bin da wieder verreckt und bah. Also hier hat irgendwie mein Nachvollziehverständnis nach. Weil erstens ist das Level völlig langweilig und hat immer den gleichen Aufbau, immer diese doofen Schrägen im Wechsel mit irgendwelchem anderen Zeugs und dann, ach Mist. Das wird spaßig. Ich muss zumindest den Normal Exit noch durchziehen. Wo der Secret Exit ist, steht auf dem anderen Blatt. Wow. Okay, am Anfang habe ich jetzt zumindest die Taktik drauf, wie man diesem fischigen Boomist-Kerl irgendwie ausweichen kann. Wow. Auch wenn die Eeries hier das auch ein bisschen blockieren. Autsch! Mein Gott. Da habe ich zu voreilig vorgespult, wenn man das mal so nennen möchte. Wow. Mann! Kannst du nicht mal richtig spielen, du Mario-Sack?
Das würde mich ungemein freuen, ohne Witz. Wo waren hier eigentlich das Dingsbums? Ihr wisst schon, was ich meine. Der Pilz. Den meine ich, ja. Der war genau hier. Ja. Okay, jetzt kommt wieder das obligatorische Spielchen. Ihr wisst, was ich mit Spielchen meine. Gravitationsmist und so ein Quark. Wobei, das Level kann aber noch lange dauern, wenn ich mir mal hier die Zeit oben ansehe. Verdammt. Hier will der Hackersteller einen auf bösartig schwer machen. Ich weiß. Ich sehe es schon kommen. Mein Gott, okay. Der Sprung ging in die Hose. Ich weiß. Okay, den Secret Exit machen wir am nächsten Part. Das wird mir zu viel. Und ich glaube, das wird könnte manchen anderen auch zu viel werden. Deshalb halte ich das für besser so. Ja, natürlich. Man hat's hier gesehen. Eben war ich kurz vorm Ende verreckt. Wo bin ich jetzt? Hallo? Also, hier ist der Secret Exit. Also ganz billig. Nein! Oh, verdammt! Okay, dann wissen wir wenigstens, wo das Scheißding ist. Und dann können wir... Ach, Mann. Ich hasse euch, ihr Scheiß-Eeries. Oh, Mann. Ich war jetzt darauf völlig unvorbereitet. Hätte nicht damit gerechnet, dass die Scheißviecher noch kommen. Och, Mann. Mist. Wegen solchem Scheiß muss jetzt jeder Part 25 Minuten lang sein. Das kotzt mich auch ein wenig an. Ach. Okay. Ich weiß, hier kommen dreimal diese gelben Streifen und das war's. Machen wir es mal so, wenn ich es schaffe, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen den Pilz bis zum Ende zu behalten, dann versuche ich mich jetzt am Secret Exit. Wenn nicht, dann machen wir das im nächsten Part. Ach, und holen erstmal einen Normal Exit. Zack. Boings. Bloings. Stirb. Ja. Okay. Ja, genau das. Wir müssen diese doofen Viecher da umbringen. Yes! Ich hab's nicht geschafft auszutricksen, du Scheißfishing, du Mist! Aber natürlich muss so ein billiger Koopa kommen und mir meinen Erfolg gleich wieder ruinieren. Ach, das was ist natürlich klar. Das ist typisch. Typisch Mist. Nein! Hallo. Ach, was soll denn das? Das war natürlich wieder schlau bis zum geht nicht mehr. Hallo, wieso willst du nicht mal hoch? Hallo? Geh doch mal hoch, du Sack. Mann. Natürlich musst du kurz vorm Ende verrecken, du blöder Mario-Sack. Das ist natürlich so typisch für dich. Ja, ich muss mich jetzt damit abfinden, dass jeder Part eine halbe Stunde dauert. Ein Level wird im Part beendet. Und dabei bleibe ich, du Scheißheck. Ende. Und ich kann diesen ätzenden Fishing-Go auch gar nicht killen. Das kotzt mich auch irgendwie immer so an. Man kann den überhaupt nicht umbringen. Seht ihr? Hier. Shell wirkungslos. Das andere sicherlich auch wirkungslos. Bah.
zack. Miau. Manometer! Ah, allmählich kriege ich hier wirklich genug von. Wieso muss jeder Scheißbad eine halbe Stunde lang sein? Ach, Mann, 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 Mann. Also da muss man irgendwie was ändern. Ich glaube, ich muss einfach früher irgendwelche Cuts setzen. Damit der Part nicht allzu lang wird. Das ist die einzige Methode, die ich da habe. Mein Gott, und das zieht sich jetzt immer mehr an die Länge, wie Kaugummi. Der ganze Blödsinn hier. Ah. Mein Gott. Und das, weil ich jetzt zweimal kurz vorm Ende verreckt bin. Verdammt. Vor allem solche Sachen, die kotzen einfach nur an. Mann! Ich hasse dich, du scheiß Eerie! Oh. Ja, okay, ich weiß. Es nützt und schadet nichts mehr, dieses Ding immer wiederholen zu wollen. Ach man. Weil ich verliere immer das Power-Up und kriege gleich wieder ein neues, wenn ich da hochspringe. Nur ein Versuch kommt es drauf an, weil wenn dieser Versuch glückt, dann könnte es ja doch besser ausgehen für mich. Okay, wenn das jetzt nicht klappt, Mario, dann hau ich diesen Bildschirm kaputt. Und dann existierst du nicht mehr in diesem Universum. Wow. Wow. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er das Power-Up verliert, um ehrlich zu sein. Aus irgendeinem mysteriösen Grund hat er der Flamme des Fishing Boo getrotzt. Das gefällt mir. Aber wehe, du scheiß Mario, du verreckst wieder so dumm vorm Ende. Wehe. Dann kriegst du dermaßen Prügel, den du dein ganzes Leben noch nicht gesehen hast, wenn du hier jetzt verreckst. Oh Gott, und der Fishing Boo verpisst sich. Okay, Forgotten Forest 3A. Am nächsten Mal machen wir ja den Secret Exit. Bis dann. Tschüss, endlich.